So. Machen wir uns einfach selber nach oben. Warum nicht? Oh, hallo Junge. Ja, ich wollte gerade gehen. Du hast recht. Ich wollte gerade gehen. So. Aber eigentlich nur den ganzen Stuff wegzutragen. Ich frage mich, wieso wir schon wieder so viel Zeug im Inventar haben. Klack, klack, klack. Ah, ne, Quatsch, das nicht. Schon wieder voll? Alter. Das ist so unklar, wie schnell das Zeug voll wird. Dann machen wir hier mal ganz kurz 3, dann machen wir hier mal ganz kurz 3, dann machen wir hier mal ganz kurz 3 und klack. Und dasselbe hier nochmal. Einer bleibt übrig. Und klack. So, verteilen. Und verteilen. So, was haben wir hier noch? Jetzt haben wir noch Eisen und Gold, das müssen wir einschmelzen. Ein Eisen haben wir noch, 14 Eisen und 8 Gold. Eisen kann dann hier rein. Ein bisschen Nahrung und so ein Zeug haben wir auch gefunden. Das kommt da rein, dann kommen Schienen und so ein Kram hier rein, das kommt da rein. Die Truhe können wir gleich erweitern, die kann hier unten dran, weil das wird auch eine Menge Zeug werden dann. Hier kann erstmal, oh, das da rein, das nicht. Das. So. Gut, da kann man erstmal da rein. Dann kann hier noch die Hand rein. Die bleiben beide bei mir. Ist gerade irgendwas am Fenster vorbeigefahren. Ich habe es nicht gesehen. Dann essen wir erstmal ganz kurz was. Ich will nämlich nicht sterben da draußen. Und ich sehe gerade, wir müssen vielleicht mal 1, 2, 3 unsere Axt nochmal reparieren. Die sieht nämlich schon wieder sehr... Ja, das wird auch langsam ziemlich teuer, die zu reparieren. Also, nach einer gewissen Weile lohnt sich das nicht mehr. Das muss man mal sagen, nach einer gewissen Weile lohnt sich das nicht mehr. Aber momentan schon. Boah. Was nennt sich Trolling? So. Weg, weg, weg. Und weg, weg, weg. Ich höre gerade eine Menge Monster, deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtig und leise. Und all diese Dinge, die man tut, wenn man Monster hört. La 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 la. La 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 la. Kohle, Kohle, Kohle. Zum Glück habe ich davon nicht genug oder so. Also Kohle, ganz wenig momentan. Müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen, dass wir da nicht alles ausgeben auf einmal. Also da ist wirklich ganz knapper Mangel hier bei uns. Quasi knapper Mangel, das ist perfekt deutsch. So. Tralala, tralala. So. Die können also bleiben. Ich muss das Holz mal mitnehmen. Ich vergesse nicht das Holz. Ich ändere mal die Musik kurz. Damit es irgendwie zur Höhle passt. Oh ja. Gruselige Höhlenmusik. Gut, ob das jetzt wirklich gruselig ist. Das Gruseligste an der ganzen Sache bin wahrscheinlich ich. Ah, Sardinas Ketten. Nicht, dass mir das auf die Kette gehen würde, aber... Oh mein Gott. Die Witze schon wieder heute. So, gucken wir mal hier. Nehmen wir das hier kurz. Nehmen wir den Spaß hier noch mit. Und schauen wir mal hier. Oh, Zombie. Ach, hier sind wir jetzt. Ach so, okay. Der meinte sich so, nope. Okay. Was haben wir hier denn so alles? Weil ich da schon, ich fliege voll auf die Fresse. Aber war dem dann doch nicht so? Ah, da hinten sehe ich einen Wagen. Was haben wir denn da drin? Oh, geil. Das war ein reich gefüllter Wagen. So, dann hier mal die ganzen Rohstoffe abkrabbeln. Wegen denen sind wir hier, obwohl wir eigentlich wegen Eisen gekommen sind, hauptsächlich Eisen und Diamanten. Weil die braucht man ja für... ...unsere Pyramide, schräg, schräg, unsere Waffen.
zippel ich mal durch. Einfach weil ich es kann. Da hinten ist jetzt auch nichts Spannendes. Ich lasse gerade mal das ganze Holz stehen. Ich will gerade mal nur durchgucken, was hier noch so alles ist. Wir sind ja eh nicht auf Diamantentiefen, ne? Tiefen, ne? Es ist. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie. Oh, Lapis nehmen wir auch mit. Den bauen wir jetzt. Das ist ja jetzt seit der Version dann doch ein bisschen wichtiger. Ich frage mich gerade. Wenn man in ein Zauberbuch mehrere Lapis Lazuli gleichzeitig legt, hat das eine Auswirkung? Das weiß ich nämlich gar nicht. Wie auch, ich weiß ja seit heute erstmal, dass das überhaupt Auswirkungen hat. Also wie sollte ich das auch und ja so wissen, ne? So ein bisschen Lapis noch mitnehmen. Und da sind wir wieder auf unserer Ebene. Die ich gerne etwas schöner hätte. Also hier, so immer schön. Was war jetzt eigentlich jetzt hier? Hier war ich auch noch nicht. So, gehen wir mal hier rein. Ich würde gerne, genau, fackeln. Und hier am besten dann... Die alte Trelle hat mir auch ununterbrochen ins Gehör gerade. Oh! Hä? Sieht sehr spannend aus hier. Keine Ahnung, was das sollte. Ob ich hier schon mal war oder nicht. Ich kann es nicht sagen. Alter. So... Holt's immer später mit, jetzt gucken wir erstmal hier ein bisschen, jetzt gucken wir erstmal, also das muss es einfach mal gesagt sein, jetzt gucken wir erstmal und dann können wir später noch und weißt du Bescheid. So, oh, hier sehe ich schon wieder ein bisschen Eisen, das gefällt mir. Klack, 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 klack. Wo ist denn hier los? Zwar für kleinwüchsige Menschen. Kleinwüchsig. So. Da hinten sehe ich Gold. Gold ist immer gut. Und ich gehe auch mal direkt zum Gold hin. Ich baue nur vorher das Wasser zu, weil ich weiß, es ist jetzt seltsam, kommt jetzt komisch, aber es nervt mich doch geringfügig. Alter, wo kommt das denn her? Oh mein Gott. Müsste das Ei stoppen, oder? Natürlich nicht, weil da hinten kommt es auch runter. Oh, Mann. So, Wasser gestoppt und Gold gedroppt. Und da haben wir sogar noch für die Mühe ein bisschen was. Was ist es? Oh, eine Rohstoffkiste. Auf Rohstoffen. Eine Rohstoffkiste auf Rohstoffen. Wie ironisch. Warum ist das so viel Ätna-Musik? Ätna bricht aus Musik im Dings. Also nicht, dass es mich stören würde, aber irgendwie... Strange. Ulala, was haben wir denn da? Also ich könnte jetzt runterzappeln, aber... mache ich natürlich auch. Wer kennt mich sonst anders? Also, ja, es ist so. So, Moment, ist mal hier. Hallo? Jemand da? Nein, anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir mal hierher. Und nehmen die ganzen Rohstoffe mit. Wir haben zum Glück so wenig Kohle, dass wir nicht... Stirb, stirb, stirb. Ich hab dich genau gehört. Nicht zu anschleichen von hinten. Ja, ja. Dachte, er wäre schlauer. Wir waren schlauer. Ich weiß gar nicht, welche Tiefe wir sind, aber ich glaube, es ist noch keine... Was ist jetzt los? Aua. Ich glaube, es war keine Diamanttiefen, die wir haben. Tiefen? Warum sage ich denn ständig Tiefen? Ich... Hä? Habe ich irgendwelche Sprachkomplexe? Ja, doch, habe ich. Tiefen. Das Schlimme ist ja, wenn du ein Wort immer wieder so sagst, wie es eigentlich nicht heißt, und du weißt es dabei selber, dass es nicht so heißt, aber sagst es trotzdem immer wieder so. Das ergibt keinen Sinn. Genau wie... Einzigste. Sag ich auch immer. Ich sag immer wieder Einzigste. Aber es gibt gar kein Einzigste, weil es gibt... Es heißt Einzige. 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 Einzigste. Es ist... das ist verwirrend.
So, da ist noch Gold, aber da komme ich jetzt nicht ran, deswegen lasse ich das mal da liegen. Wo hast du das Gold liegen? So, Mensch. Hopp, hopp, hopp. Und da kommen wir doch wieder hoch. Oh mein Gott, er hat... Was? Was, 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 was? Wo ist der hin? Ach da. Hey, Dude! Hey, Dude! Hey, Dude! Der war irgendwie ein bisschen schwer vom Begriff, war, hat mich... Normalerweise haben die Mega-Radios, aber der hat irgendwie... Nö, mach ich nicht, will ich nicht. So eine Null-Bock-Einstellung gehabt. Oh, das ist eh nichts mehr. Der Grund, warum ich jetzt hier nicht so viel abkrabbel, ist der einzig folgenbare Grund, dass ich keine Ahnung habe, wo ich bin. Nein, dass ich gerne, äußerst gerne, hier war ich auch schon, aber hier komme ich auch nicht her, unten mit dem Strip-Mining weitermachen wollte. Ah, hier bin ich. Den nehme ich aber noch mit. Knochen sind wichtig. Na Junge! Nicht einen Schuss konnte abfeuern, so imbar waren wir. So. Dann würde ich mich gerne alles nochmal ablegen hier. Was haben wir hier noch gefunden? Das. Da haben wir noch ein bisschen Gold und Eisen gefunden. Das nehme ich auch immer wieder gerne mit. Gold und Eisen. Gold und Eisen. Eisen haben wir auch schon wieder ein Stack voll. Das ist geil. Das, da freue ich mich wirklich drüber. Da freue ich mich mehr drüber als über komischen 100 Stacks Kohle. Stein kann hier bleiben. Dit. Hier kann ich mal gucken, dass ich... Da kann ich natürlich nichts hinsetzen. Okay. Hier würde ich da eine Kiste hinsetzen, da können wir dann später noch was reintun. Kommt noch was, der erst voll wird. Dann können wir eventuell, sagen wir mal... Eigentlich können wir... Moment. Einige werden jetzt schon wissen, was ich vorhab. Wisst ihr, wir haben's ja. Also, ist ja nicht so, dass wir es nicht hätten. Wir haben's ja. Deswegen jetzt einfach mal hier kommen, wisst ihr. So. Ich bin wieder so verschwenderisch mit den Diamanten, dass ich am Ende wieder nichts übrig habe. Das ist so typisch bei mir. Erst findest du Tausende und dann, statt sie aufzusparen und für wichtige Dinge zu verwenden, wir machen uns alles Diamanten. So. Guck mal, die wachsen gut, ne? Da ist wieder einer, da. Die anderen wachsen nicht so gut, aber die Fliegenpilze, die machen sich echt gut. Mal gleich mal wegtun. Dann würde ich sagen, wir pflanzen hier jetzt mal. Kürbis, warum pflanze ich Kürbis, bin ich bekloppt? Alles ist im Lohn. Okay. Ich komme nicht auf die Kürbis anpflanzen zu wollen, die bringt doch eh nichts. Aber nur weil ich es kann. Ofenkartoffeln haben wir noch dabei. Und wir haben zum Glück jetzt auch eine normale Kartoffel. Auch die würde ich sofort anpflanzen wollen. Kann ich eigentlich, wisst ihr. Ist mir doch egal, da pflanze ich die halt hier an. Nee, das da ist falsch, das wird wieder die spawnen. Gag. So. So, dann nehme ich nämlich jetzt die Kartoffel. Dann haben wir jetzt eine Menge Knochenmischung gefunden, das gefällt mir auch sehr gut. Dann mache ich nämlich die Kartoffel mal groß. So, drei Kartoffeln. So, klack. Schon wieder nur drei. Ist aber keine große Ausbeute jetzt gewesen. Zwei, super. Und jetzt, ist da nichts, oder wie? Ah, okay, jetzt haben wir zwei rausbekommen, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Super, da haben wir alle, guck mal, was wir zwischen alle das an Pflanzen haben. Ich glaube, dann nehme ich den Pilz weg hier. Das brauchen wir mich jetzt wirklich nicht mehr. Obwohl, die könnte ich theoretisch, nehme ich, ich glaube, die Pilze, die pflanze ich mal.
hier einfach an. Warum nicht? Hier können sie sich doch viel besser vermehren. Das ist ein viel größerer Raum. Und stürme mich dabei nicht. Dann kann ich hier solche Pflanzen vermehren lassen. Und hier habe ich halt einen Eingang zu den Öfen. Wo schon wieder 13 Sachen auf mich warten. Toll.